Kasim läuft die eine Treppe runter, streicht mit der Hand an der Wand entlang, an dem glatten Stein. Man kann geflüstert sowas hören wie Perfektion. Das ist so fast schon, hat so was Tranceartiges, während er da nie runterläuft zur 2. Bleibt dann dort ungefähr da, wo die Zahl ist, stehen und dreht sich einmal im Kreis und schaut sich einmal jetzt noch genauer um. Ja. Hast du was gefunden, Kasim? Nein, nur... Naja, dieses perfekte Bauwerk. Es ist definitiv magisch erschaffen worden, aber es ist so... Es hat etwas Harmonisches. Es ist zu ordentlich, zu sauber, dafür, dass es dämonisch sein könnte. Unten werdet ihr von zwei lebensgroßen, lauernden Jaguaren empfangen, die allerdings auch aus schwarzem Marmor bestehen und euch nicht angreifen. Ihr könnt erkennen, wie die Halle in einen Lichtschimmer getaucht ist. Sicherlich seit eurer Schätzung, seit Jahrtausenden, müssen diese Gwenpetrel-Steine hier angebracht sein, die dort sitzen. Sie leuchten nicht blau, sondern gelb. Das Ganze wird durch mehrere Nischen dann erleuchtet. Überall stecken diese Gwenpetrel-Steine. Und ihr könnt erkennen, wie es mehrere Gänge von hier aus gibt. Einen nach links, rechts und geradeaus. Wobei euch auffällt, dass die rechte Seite weiß gehalten ist und die linke Seite schwarz. Was ist das? Seht ihr dieses gelbe Leuchten dort? Leuchtende Steine. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ich auch nicht. Wisst ihr, was es ist? Kasim? Oder hier? Kann ich die Steine zuordnen, ohne Gesteinskunde? Götter und Kulte probieren. Ableiten? Götter und Kulte. Götter und Kulte, sehr schön. Ich habe auch Götter gerne. Und Kulte. Klar, bei dir alle würfeln. Spezialisierung Kriegsgötter? Nee, ist ja kein Kriegsgott. Kein Kriegsgott. Also Meeresgötter würde zählen oder Elfen? Ja, ich habe sie verhauen. Wissenstalente sind nicht meins. Außer Kasim weiß, dass es blaue Gwenpetrel-Steine gibt. Gelbe gibt es nicht. Seltsam, diese Steine sind für gewöhnlich blau. Gibt auch blau leuchtende Steine? Es gibt eigentlich nur blau leuchtende Steine. Ich weiß nicht, warum diese gelb sind. Ja, offensichtlich gibt es nicht nur blau leuchtende Steine. Darf ich sie hier gerade sehen? Ich gehe mal näher an so einen Stein ran, sodass man so 3-4 Handbreit noch auf Abstand bleibt, um mal genauer hinzugucken. Ist das ein Stein oder sieht das mehr so nach, keine Ahnung, nach so einem von innen leuchtenden Bernstein aus? Es ist ein Stein. Du würdest sagen, es kommt den Gwenpetrel-Stein eigentlich sehr gleich. Also es ist wie Gwenpetrel, nur gelb. Aber mal abgesehen von diesen leuchtenden Steinen, ich glaube, wir werden hier vor eine Aufgabe gestellt. Diese Gänge. Wir müssen einen davon auswählen. Das Ritualismus. Ich bin für die goldene Mitte. Und warum gehen wir nicht in den weißen? Weil die goldene Mitte golden ist. Also ich bin für den weißen. Ich bin dafür, auch dafür, dass wir abstimmen. Wir können uns auch trennen. Beim Hythrael. Ich finde, wir sollten auf gar keinen Fall trennen. Idee. Ich bin auch dagegen. Ich glaube, ihr wurdet überstimmt, euer Gnaden. Euer Gnaden, welcher Weg würde euch denn? Natürlich. Welcher Weg würde euch denn am ehesten zusagen? Warum nicht in den Schwarzen? Aha. Kasim, Tau, was sagt ihr? Ich bin zwar dieser Farbe sehr nah, aber ich tendiere eher Richtung Weiß. Tau? Wie gesagt, ich tendiere zum weißen Pfad. Kasim? Ich würde auch den weißen Pfad nehmen. Aber ich bin dafür, den anderen auf jeden Fall noch zu untersuchen.
Irgendwie habe ich gehofft, du sagst auch die Mitte und da hätten wir gewürfelt. Ein bisschen, das hat dir so gefallen, oder? Bisschen Glücksspiel schadet nie. Ja, komm, lass uns durch den Weißen gehen. Los jetzt. So geht ihr auf der rechten Seite in eine kleine Kammer, die sich dann öffnet vor euch in ein großes Auditorium. Sowas kennt man, wenn man an einer Universität, an einer Akademie gelernt hat. Es gibt einige Steinbänke, die aufsteigen bzw. nach unten steigen und einige Fensterschächte, die allerdings mit Erde bedeckt sind. In Richtung Ostwand öffnen sie sich wohl. Einige gegenstandslose Ornamente, die das Ganze hier zieren, die Wände sind knochenweiß. Sieht ja aus wie in einer Schule. Das ist eine Regina. Fehlt nur eine Leiche auf dem Seziertisch. Etwas so eine von einem aus? Auditorium. Was für eine Schule wart ihr denn, dass ihr eine Leiche da habt? Auf einer sehr fähigen Heilakademie. Ja. Wo kommt ihr noch gleich her? Dadurch, dass Tau von tatsächlich genau der Akademie kommt, kannst du das so erkennen. Sarkophag ist es nicht, sondern dieser Opferaltar in der Mitte, der fehlt zwar, aber die Ablaufschächte für Blut könntest du sehen. Allerdings keine roten Farbspuren mehr oder schwarz angelaufenes, verkrustetes Blut. Ehemals wohl aber genau für so etwas genutzt. Jetzt, dass hier Wesen, Menschen, ihr meintet, dass das elfisch geschaffen wurde, eventuell nach ihrem Ableben untersucht wurden, um die Funktion des Körpers nachzubilden oder zu erfahren. Aha. So, ich sehe, da sind die Bänke und hier wurde wahrscheinlich der Kampf durchgeführt. Ich kann hier nichts anderes sehen als eine Arena. Ist kein Kampf ausgeführt worden. Das wäre aber schon. Der Boden sieht viel zu sauber aus für Kampf. Schau mal, da ist gar kein Blut, gar keine Blutflecken. Aber seht ihr da diese Löcher? Da ist Blut abgeflossen. Ich frage mich, wie lang wurde das alles nicht mehr benutzt? Und wer hat das hier denn überhaupt gebaut? Eine Arena einfach im Gebirge? Warum weiß man davon nichts? Vermutlich, weil alles, was in den Wald geht, das um diese Arena ist, grausam von irgendeinem riesigen Katzenviech weggemordet wurde. So. Du hast recht, Ardo. Guter Punkt. Sehen wir hier irgendwas Interessantes, abgesehen von weißen Bänken? Nein. Geh mal weiter, oder? Ihr könnt durch den Raum gehen, die Bänke überqueren und auf der anderen Seite dann wieder nach oben steigen. Bis ihr dann, hier gibt es wohl einige in die Wand eingelassene Schränke, würdest du sagen, reingemeißelt oder perfekt reingeformt. Ehemals wohl mit liturgischen Gegenständen versehen, die mittlerweile aber nur noch zu Staub zerfallen sind und deren Nutzen nicht mal mehr für den Eingeweihten zu erkennen ist. Das Einzige, was ihr noch sehen könntet in einem der Schränke, ist ein schwarzer, metallener Helm, der immer noch glänzt, keinen einzigen Staubkrümel angesetzt hat und dort leicht glitzernd in der Ecke steht. Er ist geformt wie ein Luchskopf. Ich würde mir den mal genauer anschauen. Nicht unbedingt berühren dabei. Ja. Das sieht aber seltsam aus. Schaut mal. Meinst du, der steht mir? Lass mal besser die Finger davon. Hier, Kasim, Tau, könnt ihr mal bitte da so einen magischen Blick drauf werfen? Ja, bitte. Also, ich habe mich bisher immer geweigert, einen Helm zu tragen, aber den will ich tragen. Ihr könnt euch ein bisschen weiter in dem Raum umsehen und könnt ein schwarz marmornes Wandbild erkennen. Auf den ersten Blick ein Löwe, aufrechtgehend, fast so wie, nicht Rondra unbedingt, aber vielleicht wie der tigerköpfige Mythrae. Auf den zweiten Blick, ich meine, ihr habt sie oben gesehen und auch die Tierkunde von Ronga ist dementsprechend hoch. Es ist kein Tigerkopf, sondern ein Luchsgemälde, was dort in die Wand gemeißelt wurde.
Diese ganzen Look-Symboliken. Ich lasse mir noch Zeit für den Odem und dann spreche ich wieder den Kantus des Odem Arcanum. Und habe alle drei Punkte über. Ja, würfel mal eine Sagen- und Legendenprobe. Oder Metallurgie, wenn du sowas hast. Metallurgie. Probschmied. Nein. Ansonsten Sagen und Legenden. Der Helm selber ist nicht verzaubert, aber es ist wohl ein magisches Metall. Es blockiert also keinen Astralfluss, sondern nimmt ihn sogar sehr dankbar auf. Und ciao. Also, dieser Helm scheint definitiv aus magischem Material zu sein, auch wenn er selbst nicht direkt magisch ist. Ich wechsle mal. Weil er keinen Kantus in sich trägt. Ich wechsle mal einen schnellen Blick mit Ronga. Nicke. Willst du den auch haben, Ardo? Ich glaube, wir können den. Ich glaube, also, ich trage nicht so eine schwere Rüstung, weil der sieht schon interessant aus. Ach, wenn du nicht willst, nehme ich. Na komm, wie heißt es so schön? Beute teilen, ja. Aber nimm du ihn erstmal. Ich glaube, dir steht er besser für den Anfang. Kasim kniet sich gerade vor dem Helm ab und beobachtet, also schaut ihn mal aus der Nähe an. Und hat auch die Stabfackel angemacht, um mehr Licht zu haben, wie sich das Licht in dem Metall reflektiert. Vor allem nachdem dann Tau gesagt hat, dass es was Magisches ist. Reflektiert in Regenbogenfarben. Oh. Schön. Ja, dann wird das mal mit der nicht brennenden Seite des Stabes berührt. Ob was passiert. Onkel, nimmst du den Helm? Ich würde das mal fragen. Tau, Kasim, kann ich ihn gefahrlos aufsetzen? Kasim, du ihn aufsetzen sollst, oder? Kasim, siehst du was von da unten? Ob der irgendwie anders gesichert ist? Muss ja nicht unbedingt magisch sein. Ist da ein Sicherungsmechanismus? Kann ich da was erkennen? Also du kannst ihn weiter anstoßen, aber er ist nicht aufliegend. Er liegt halt in diesem Schrank drin. Okay. Aber es gibt da jetzt keinen Knopf oder sowas, der danach gibt. Wie war das? Sagen Legenden, um das Metall zu identifizieren? Ja. Hüttenkunde habe ich nämlich auch nicht. Ich würfel auch mal. Sagen und Legenden habe ich nämlich tatsächlich auf 4. Haha, natürlich. Ja, du hast natürlich die. Du warst zwar selber in der Mine nicht mit dabei, doch warst du schon, ne? Nicht ganz. Du standst vor der Mine. Ich habe Schmiere gestanden und habe. Oh Gott. Endorfins Männer abgefackelt. Ja, oh Gott. Ja. Ich muss mal gucken, was für Nachteile ich habe. Also mit dem Helm kann man sich tatsächlich sowas wie ein Königreich kaufen. Oh Gott. Das heißt, ich krieg den wahrscheinlich nicht. Nein, den werden wir zu Studienzwecken. Egal, später. Kann ich jetzt den gefahrlos aufsetzen? Kasim, Tau? Ich sehe keine Probleme. Sieh mal den Helm in der Hand und guck ihn an. Was ist, Kasim? Glaubt ihr, steht ja nicht, Kasim. Darum geht's nicht. Ich denke, könnte sogar Kasim stehen. Das also, wenn ihr ihn betrachtet, er ist nicht für das Zwerge geformt, sondern für Elfen. Aber dadurch könnt auch ihr ihn tragen. Vielleicht ist er ein bisschen eng, aber er gibt einfach so nach. Er ist so geformt, er ist einfach perfekt von elfischen Hochschmieden geformt, dass er selbst Menschen passen könnte. Jedem von euch. Kasim, habe ich das gerade richtig verstanden? Das ist ein Durium, zumindest. Oh mein Gott. Zu einem Teil. Bei den Göttern. Also, ist das besser als Stahl? Kasim, willst du mir sagen, wie viel der Wert ist? Bei Mythraeus, seid ihr Grabräuber? Wir sind hier wegen Parzifa. Kommt schon. Kein Grab. Gehen wir das weiter. Das ist kein Grab. Kasim nimmt den Helm. Also, er so, man könnte fast sagen, so leicht zittrige Finger und schlägt ihn in ein weißes Tuch ein. Warte mal, Kasim. Lass es mich mal anfassen. Ich wollte ihn tragen. Mein Kopf soll doch geschützt sein. Dieser Helm wird erstmal nicht getragen.
wenn das wirklich ein Durium ist, was ich vermute, kann da sonst welche Magie drin versteckt sein. Ja, Tau hat er schon geprüft, oder Tau? Ich habe nichts gesehen, ich habe keinen Kantas da drin gesehen. Also ich weiß von den Durium nur, dass es unfassbar viel wert ist, aber was sagst du, Kasim, was kann es noch? Unfassbar viel wert? Mhm. Das ist inhärent magisch. Ich habe hier was gefunden! Na, Wer hat noch Platz in seinem Rucksack? Ronga, lass uns später uns... Ja, ich nehm kurz. Komm, hier ist Platz. Du rein. Lass uns erstmal um den Rest von dem Ding hier kümmern. Und mein Kopf soll ja ungeschützt bleiben? Ronga, falscher Zeitpunkt. Und wenn Kasim sagt, das Ding könnte unter Umständen gefährlich sein, dann zieh's besser nicht auf. Vielleicht kommst du mit dem Katzenkopf wieder raus. Ja, wir reden Kasim da aber nochmal drüber. Natürlich. Stopf den in Tuch eingeschlagenen Helm da rein und geht dann zu Rondra-Geweihten. Bei den Göttern, wenn das echtes Endurium ist und das gefahrlos ist, dann will ich den mindestens einmal anprobieren. So, du darfst meinen Helm einmal anprobieren. Unser Helm, oder? Ihr werdet im nächsten Raum von einem gelben Lichtschein empfangen. Fast denkt ihr an strahlenden Himmel, aber dann fällt euch auf, dass es in diesem kuppelförmigen Raum in der Decke überall Gwen-Petrol-Steine gibt. Die Seitenwände sind von Wandbildern bedeckt. Die rechte Wand von, das sind Schriftzüge, sicherlich elfisch, aber ihr könnt das nicht entziffern. In der Mitte gibt es einen großen Sarkophag, der allerdings verschoben wurde. Sowohl der Deckel, Und ansonsten, ihr guckt euch den restlichen Raum an. Univera selber steht an dem Sarkophag mit dem zur Seite geschobenen Deckel und ja. Habt ihr gefunden, euer Gnaden? Hier liegt eine Leiche. Seht euch das an. Ansonsten, ja, ihr guckt euch weiter um. Ihr habt gerade über die 5, die Nummer 8 betreten, genau, steht da gerade am Rande und ihr könnt dann, während ihr euch umseht, in der Mitte, wie gesagt, der Podest, könnt ihr oben noch Statuen entdecken. Und zwar wieder einmal luchsköpfige Elfen dieses Mal. Also nicht reine Luchse, sondern eine Elfe, die aber luchsköpfig ist, zum Sprung geduckt. Sie trägt einen Speer und Rüstungsteile, die ihr wieder einmal versucht zuzuordnen. Wieder einmal magisches Metall, dieses Mal allerdings wohl Mondsilber. Meint, die Rüstungen sind, die Statuen sind aus Stein und in echte Rüstungen gekleidet. Ja. Es gibt Kohlenpfannen, die ihr erkennen könnt, ehemals mit Asche gefüllt, auch mittlerweile zu Staub zerfallen, aber der Zweck ist wohl offen zu erkennen, dass die Schalen ehemals wohl ihr verkohltes Holz beinhaltet haben. Mittlerweile so ein bisschen Blutsflecken, die ihr erkennen könnt. Irgendjemand hat ihr wohl geopfert. Das ist genau im Sarkophag zu sehen. Du kannst dir den Deckel des Sarkophages betrachten und siehst darauf einen Elfen, der herabblickt, gekleidet in Rüstung, Helm, einen Speer, beziehungsweise er hat auf seiner Brust die Hände gefaltet und trägt in der Mitte der Hand ein Schwert, anderthalb Händer. Währenddessen kannst du im Inneren, das war der Deckel, der zur Seite gerutscht ist. Im Inneren kannst du das gleiche nochmal erkennen. Und zwar dieses Mal keine Statue, sondern eine Mumie, würdest du sagen. Der Körper ist zerfallen, skelettiert. Er hat wohl noch Rüstungsteile an, aber zwei Sachen fehlen. Der Handschuh und das Schwert. Also, euer Gnaden, wenn das euer Schwert war, das wir suchen, dann ist es anscheinend weg. Das sehe ich auch. Und habt ihr den Deckel zur Seite geschoben? Nein, das war schon so. Jemand, der vor uns hier war. So sieht das aus. Irgendjemand hat das Schwert vor kurzem gestohlen. Wollen wir uns mal nennen? Warte mal, es fehlen genau zwei Dinge, sagtet ihr? Handschuh und Schwert. Die beiden Toten, die wir gefunden haben, hatten nichts, oder? Nein. Ado. Ja. Ich hab mir direkt vor der Treppe die Spuren nicht angeschaut, aber sagtest du nicht, dass du da noch Menschenspuren gesehen hast? Was habe ich dort gesehen? Welche Spuren? Ja, stimmt, Menschenspuren, ja.
Stimmt, da war etwas. Ihr hattet doch diese Träume, als sie aufgebrochen sind. Ja. Nennt sie noch einmal. Habt ihr sie notiert? Führt ihr sie auch in eurem Kopf? Ich weiß noch, dass ich ein Schwert gesehen habe. Wenn ihr eine Gesichter, eine Vision von Rondra bekommt, dann schreibt euch so etwas auf. Die Götter kommunizieren mit euch. Wie denn? Ja, Ronga? Wie soll ich mir das denn aufschreiben? Brauche ich nicht, merke ich mir sowas. War ein Schwert, war Funken und wurde geschärft. Das war. Ich schau mal auf die Abbildung, auf die steinerne Abbildung. Ist das das Schwert, das ich im Traum gesehen habe? Ja. Freunde, diese steinerne Abbildung dort, das ist genau das Schwert, was ich gesehen habe. Hier die Muschelschalen, die Parierstange, die Schneide. Das ist genau das, was ich gesehen habe. Also wir hatten jene Gesichter von dem Schwert, was wir suchen. Also ich auf jeden Fall. Ich erinnere mich noch, dass genau an einen Handschuh auch, wie ich das Schwert in der Hand hielt und Richtung Sonne streckte, in eine blutrote Sonne. Wollen wir uns vielleicht erstmal in den anderen Räumen umschauen? Währenddessen ist K7 an vorne das letzte Ende an die Statuen herangetreten und betrachtet die, streicht so ein bisschen über die Rüstungsteile. Während ihr euch umseht, könnt ihr erkennen, wie Nebel aufwallt. Verdammt. Leute zusammen, der Nebel wieder. Kasim kommt zu euch zurück. Hier drin? Scheinend. Stellt euch ruhig in den Rücken. Ja, das ist kein Nebel. Los, die Magier nach hinten. Waffen ziehen. Euer Gnaden hier. Ich helfe euch mit dem Schwert. Ja. Los. Da, nehmt. Ja, Kasim tockt mit dem Stab auf den Boden und der Stab verwandelt sich in ein Schwert aus Eis. Ein Kunchoma. Netter Trick. Und ich würde jetzt einen Axelrados, einen Armatrutz auf Stufe 4 sprechen. Während ihr euch vorbereitet mit den Zaubern, könnte euch das auffallen, was bereits angekündigt worden ist. Jetzt, wo der Nebel um euch herum fällt, er ist nicht feucht. Er ist trocken. Spürt ihr das? Kann das denn sein? Irgendwas stimmt mit dem Nebel ganz und gar nicht. Beangola. Was war das? Lynchan. Vanbaliyama. Ajada. Zeig dich, wer auch immer du bist. Ihr könnt erkennen, wie sich ein grüner Geist aus dem Sarkophag erhebt. Es ist der Elf, den ihr eben erblickt habt. In seiner Hand hält er das Schwert der Prophezeiung. Wer bist du? Er legt den Kopf ein bisschen schief und schaut dich an. Dann antwortet er auf Bosparano. Ja. Isiderios. Sterbt, ihr Diebe. Ich antworte auf Bosparano, wir haben euer Schwert nicht gestohlen und auch nicht euren Handschuh. Wir suchen jene Diebe, die es getan haben. Was tut ihr hier? Jenes Schwert suchen, da es Teil einer Prophezeiung der Götter war. Menschen. Er spuckte den Begriff einmal so aus. Und blickt dann in Richtung seines eigenen Leichnams. Ihr hatten nicht vor, eure Totenruhe zu stören. Er hebt sein Schwert wieder und blickt den Träger des Endurium-Helmes an. Das bin dann wohl ich. Was sagt er? Und warum schaut er mich so komisch an? Er... Mit dem Geist... möchte das Schwert und seinen Handschuh zurück. Die habe ich nicht.
Vielleicht auch seinen Helm. Von dem Helm war bisher nicht die Rede. Möchtet ihr auch euren Helm zurück? Mein Handschuh. Hör mal auf Bosporano, damit du alles verstehst. Ist. Sprachen bei Verschiedenes. Okay. Sonstiges. Ah, du mach dich bereit, den Helm zu verteidigen. Gelungen. Ja, das ist ja eine Erschwernis. Er will vor allem das Schwert und den Handschuh.